Heute wäre natürlich ein Sieg für uns wichtig gewesen, um nochmal dran zu kommen, aber leider 1-1 gegen Basel. Ein Spiel war auch schon sehr eng, haben wir glücklich 3-2 gewonnen, dieses Mal nur 1-1. Also wir haben eine ganz starke kämpferische Leistung heute abgerufen. Die Mannschaft muss man wirklich einen Respekt zollen, weil wir unheimlich viele angeschlagene Spieler haben. Wir wurden leider nicht belohnt. Es ist einfach schade, weil wir in letzter Zeit viel Pech in den letzten Minuten gehabt haben. Ich denke, dass wir trotzdem mit dem Punkt zufrieden sein können. 3 wären natürlich schöner gewesen, aber was die Mannschaft sich heute da für eine kämpferische Leistung dargeboten hat, ist schon Wahnsinn. Wir versuchen natürlich jetzt immer noch, um anzugreifen, jede Chance zu nutzen und dann sehen wir nachher, was am 26. Spieltag rauskommt. Ich denke, wir haben viele Konterchancen gehabt, weil TuS Berne auch versucht hat, Druck zu machen. Die kamen einfach nicht an unser Tor ran. Wir hätten das besser ausspielen können, wenn nicht ausspielen müssen. Dann war noch das Tor, was nicht gegeben worden ist. Ich denke schon, dass wir in der Hinsicht da ein bisschen cleverer sein hätten können. Wenn wir es gewesen wären, hätten wir wahrscheinlich mit 3 Punkten nach Hause gegangen. Aber wie schon gesagt, mit 1 Punkt kann man zufrieden sein, weil hier in Berne, da gewinnt wirklich nicht jeder, weil die sind unheimlich heimstark. Ja, natürlich ziemlich bitter. Also wir sind froh, dass wir noch 1 Punkt geholt haben. Wir haben ja die erste Halbzeit nicht so gut gespielt. Und ja, also Basbüttel war schwierig. Sie standen sehr tief und dementsprechend war es schwierig, hinter die Abwehrketten zu kommen, um in Abschlusssituationen zu kommen. Aber 1 Punkt ist am Ende besser als keiner, ne?